Und somit, Freunde, willkommen zu Kapitel 2, das Ticket. Wir befinden uns immer noch im Haus. Und müssen mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Weil der sechste Sinn funktioniert nicht, wenn ich Steuerung drücke. Also wahrscheinlich hier im Raum irgendwas, was wir noch finden müssen. Ah, die Tür geht auf. No, that's not possible. Hello? Cass, you need me on this, please. Here we go again. Need. Needing someone isn't a weakness, Cassie. Not for you, maybe. Needing is primal. Once you need something, you're not in control. You're desperate. And I desperately need Freiheitsstatue. And I'm not ashamed of it. I'll Damn it! What the hell? Sorry, babe. Signal sucks. We'll pick this up later. Message sent. Oh, die Tür geht auf. Was? Ach, diesmal ein Radio. Sonst ist ja immer ausschalten. Sonst sind es ja immer die Fernseher, die so unheimlich sind. Oh God, what happened to him? I know this isn't real. Oh, ist er gestorben? The house is warning me. It's telling me I need to be the one to save you from the enemy. This must be Betty. How is it that she knows what's real? Hm. Only Felicia knew. Oh, da hinten geht die Tür wieder auf. Morse code. That's gotta be important. May as well start there. Wo ist die Tür aufgegangen? Hier war das, ne? Ja, genau. Wir müssen wieder nach oben. Der sechste Sinn funktioniert wieder. Super. Das sind ja schreckliche Visionen. Oder Geistererscheinung, je nachdem, wie man es nimmt. So, die Tür geht nicht auf. Müssen aber nach oben. Leave me, Principal Weathers. I'm very proud to have my name and time on the girls' track banner, but I hold the best time overall. You've said to be grateful with what I have. Okay. Wer geht jetzt die Tür auf? Nee, auch nicht. Wir probieren was hier mal. Hier geht sie auch nicht auf. Die Tür geht auch nicht auf. Die Tür ist schon auf. Okay. Es ist echt so dunkel. Das ist so, als wenn man ab und zu mal ein Streichholz anzündet. Hm. Hier oben, ist das eine Falltür? Oder? I'm gonna need to get up in that attic. Ah. Guess I'll have to find something to pull that door down. Müssen wir irgendwas finden, um, ach nee, hat funktioniert, ne? Oder? Nee, doch nicht. Wir brauchen irgendwas Langes, um heranzuziehen, so eine Art Besenstiel oder so. Okay, die Tür da unten, die weiße. Vermute mal, da müssen wir hin, dass wir da irgendwas finden, um die Tür oben aufzumachen. So, geht's denn da lang? Hier geht's lang.
Wait. Where am I? Ja, wo sind wir genau? Modulpass. I'm sorry. English? Anglais? Real smooth, Cass. Maybe Delphi can help. Mot de passe. Password. Time to get Sherlocky, Cass. Oh, I'm certainly trying to keep busy, dear. You should see how tidy my stitching has become. Okay. But I need more. I'm not the putter around. Jetzt geht's hier lang, alles klar. Da hätte sie, ein Passwort gebraucht, aber. Ist ja verwirrend. Also, wir brauchen irgendwie ein Passwort, um durch die eine Tür zu kommen. Und wir müssen das haben, dass wir oben weiterkommen. Dass wir die Dachluke öffnen können. Okay, aber solange das Spiel nicht sagt, wir sollen uns verstecken, machen wir das auch nicht. Puppe untersuchen, ah. Muss sie da nur verstecken? So, wieder nur verstecken, kein Buch. Hier liegen überall Bücher, aber die können wir nicht lesen. Wo kommt denn dieses komische Geräusch her? Oh, was ist denn das hier? Ein Altar? Ich habe eigentlich gedacht, dass immer da, wo es so ein bisschen zischt, dass es da halt eine Art Tonbandgerät gibt oder so, was man abspielen kann. Hier ist eine, ach, hier ist das Badezimmer. Hier hat es so geplätschert. Ja, wieder so ein typischer Gruselfaktor. Dieser Vorhang hier. Können aber auch nichts machen. In Schubladen. Ist auch nichts drin, ne? Nö. Okay, jetzt ein Foto gemacht. Hey there, Cassie. Nice to meet you. I'm Nick. Just started using this app. Pretty cool, right? Anyway, happy to help. Just waiting for the image to come through. Okay, there it is. Yikes. Someone wrote the word Durham over and over on this mirror. Looks like it's written in lipstick. Weird. At least I hope that's lipstick. I need to get out more. Let me know if there's anything else I can help you with. Okay, jetzt geht's hier weiter. Notiz nehmen. Ich hoffe, da ist der Code drin. Come on, Corporal Roger Del Rey, I'm counting on you.
Dear Mrs. Jean Martin, my dear, I remember your father well and am forever in debt to his many sacrifices in the name of freedom. He was a frank man, so you'll forgive me for being frank when I say that he'd roll over in his grave if he knew I put his sweet girl in the line of duty. What? Father. Father would be proud of me. Back to the drawing board. Go get him, Betty. That can't be good. Gott, was geht denn jetzt ab? Jetzt ist Feueralarm oder was? Mal durch. Gott, das ist aber auch düster und duster hier, das ist ja unglaublich. Ah, hier ist das Tor. Ah, alles klar. So, mit Delphi-Scan. Auch krass, ne? Dass ihr Computerprogramm oder ihr Handy das scannt und dann immer Tipps gibt und Hinweise oder so. Oder sie fotografiert das nur. Gott, ey, das Gewitter, ey, das ist grausam. So. Die Frage, wie kommen wir denn da hin? Wie über die Mauer klettern? Nee. Jetzt hier durchgehen. Ich müsste dann wahrscheinlich hier sein, ne? Genau. Aha, the wasps. Boy, I'd love to slip into the cockpit of a twin leech. Okay, bin ich mal gespannt. Das geht hier nicht auf. Warum nicht? Ich sage euch, das ist ganz schön düster, dunkel, wie auch immer. Okay. Also im Haus ist das, wo wir hin müssen. Bin ich mal gespannt. Oh. Schnauze. Kann Radio hören. Okay, das müsste dann ja, wenn hier... War doch eine Tür, ne? Genau. Bestimmt dann hier durch, oder? Okay, müssen wir hier durch. Ah, hier ist die Tür, alles klar. Chantal. Ah, alles klar, sie hat den Code durch die Erinnerung und so wieder hervorgerufen wahrscheinlich. Oh, das sind doch unsere Videospielgeräte hier, oder?
Es ist jetzt hier eine Tür und da eine Tür. Ist zu. Ist auf. Ah, Grammophon ist das. Ich sage, das hört sich an wie ein Videospiel. Zu. Das sind mal komische Geister, die da auftauchen. Jetzt kann ich das ja auch nicht ausschalten. I understand the stresses a war puts on a man, Gene, so don't get all bent out of shape. Take whatever comfort you need. Dankeschön. Ich habe erstmal den Geist umgerannt, das ist doch nice, oder? Bestimmt hier lang. Und dann hier durch. Jo. Wäre schon fast da, oder? Ist wieder eine Erinnerung. Deine Notiz. From the office of John Treebook. Oh yes, the fellow from the local recruitment office. I'm sure they'll have something for me to do overseas. Okay. Uns ja nicht übertreiben mit dem Langlesen. Hicks. Oh. Da ist jemand hier im Stacheldraht. Puppe. Zwei Puppen haben wir jetzt, sehr schön. So, hier brauchen wir aber eine Drahtschere, oder? Weil wir müssen ja nach da oben. Ich bin gespannt, was wir mit den Puppen machen müssen. Ist doch wieder so ein Ritual. Wir müssen quasi die Treppe hoch, dass wir nach oben kommen. Wir bräuchten aber auch irgendwie eine Drahtschere, um hier dran vorbeizukommen. Oder müssen gucken, dass wir hier nichts finden. Dass wir ein anderes Treppenhaus nehmen. Das ist ein Badezimmer hier. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir hier machen müssen. Hier mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Okay, wir können uns am Draht nicht verletzen, das ist schon mal gut. Also wir müssen hier irgendwie hochkommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, die Tür ist ja da oben. Wir hier noch was? Nö. Wir kommen hier einfach nur nicht weiter. Wir
können auch nirgends kriechen, wenn die Tür schließen. So, hier sind wir im Haus. Hier sind wir im Badezimmer. Du müsstest ja theoretisch ja geradeaus wieder rausgehen. Jo. Müssen wir mal gucken. Ob wir hier durch die Treppe da hochkommen. Ja, wir haben leider noch nichts gefunden, ne? Jetzt hier Tür ziehen machen. Uns fehlt immer noch ein Gegenstand. Sei es eine Schere, um da den Zaun aufzuschneiden. Sei es, wir brauchen quasi einen langen Gegenstand, um da oben die Tür aufzumachen. Also, da fehlt uns noch was. Und ich vermute mal, wir müssen die Luke da aufmachen, um da hinzukommen. Die Tür ging ja auch nicht auf. Gedacht, wenn ich das Radio anschalte, dann kommt eine Frequenz, die vielleicht eine Tür öffnet oder so, aber okay, dann müssen wir wieder zurück. Tja, wo ist der Gegenstand für die oben für die Dachluke, die wir brauchen. Hier kann man die Tür schließen. Ja, machen wir auch mal. So, hier ist aber auch nichts weiter, ne? Nee. Ist die Heizung? Die Heizung zwischen hier alle irgendwie so komisch. Gucken wir uns hier nochmal das Bett an. Hier können wir uns nur verstecken. Können wir uns auch nur verstecken. Auch nur verstecken. Das. Kann man sich auch nur verstecken. So. Ist denn hier draußen irgendwo was? Was sind das hier? Art Fenster, aber da können wir nichts machen.
So, da ist ein Gitter, da kommen wir nicht weiter. Auch kein Knopf oder irgendwas. Hier vielleicht eine Lücke im Draht, die ich übersehen habe. Ah, hier können wir lang. Oh! Alles klar, super. Da haben wir doch ganz gut gefunden. Mann, das ist aber auch seltsam, wenn man... Oh, hier brennt ein Feuer wieder. Immer warm in der Hütte. Ist echt seltsam, wenn man so wenig sieht hier. Wir müssen aber trotzdem ja mal gucken, dass wir nichts übersehen. Das Radio können wir nicht anmachen. Aber hier ist eine Tür. Wieder eine Erinnerung. Jetzt ist hier eine Tür. Aber... Ich glaube, wir brauchen hier immer noch einen Gegenstand entlang, ne? Jetzt hat der Geist aufgehört zu spielen, na super. Okay, super. Ja, prima. Dear Betty, thank you for your enthusiasm about organizing a neighborhood watch. Die Frage ist, ob wir überhaupt in diese Dachluke da rein müssen. Delphi scan. Delphi, text to speech. Ja, tolle Aufnahme. Ja, die Aufnahme hätte sie sich auch sparen können. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben oder irgendwas finden. Ah, hier kann man lang. Sehr gut. Ja, hier ist die ominöse Tür, wo wir durch müssen. Bin ich ja mal gespannt. Alter, was ist das? Ein Riesenhaus. Unglaublich. Oh, was ist das denn? Betty. We don't need anyone else to run the switchboard. Ein Kleid ist das, okay. How about this? Heftig. Be a doll and take a few photos. There's a morale boost to beat the band. At night when I kneel to say my prayers, I rest my elbows on the hope chest you gave me on my 18th birthday.
We're going to make a family someday, you and me, you'd said. Oh, da ist ja noch eine Tür. Oder Wandschrank oder was das auch immer ist. Okay. Da geht's irgendwie nicht weiter. Immer nur die Türen schließen. Also halten wir mal fest, hier ist das Kleid. Das können wir aber. Achso, das. Ich dachte eben, da wäre ein Sarg. Das haben wir uns angeguckt. Da können wir aber nicht viel mit anfangen. Hier geht's nicht weiter. Hier, hier ist eine Kiste, die könnte Truhe berühren. Practice, practice, practice. You don't need fancy tools to disassemble your gun. Use the cartridge here as a screwdriver. Yes, Jean, just like I showed you. Now let's get a stopwatch and have some fun. Und auch überall Kreuze hier an der Wand. I am coming for you. I'm coming. I'm coming for you, Jean. Oh, jetzt geht's hier weiter. Und das hier ein Friedhof? Ja, das ist ja nice. Ja, die Geister schließen die Türen wieder. Also die in dem Spiel ist es so, dass der Kamin immer an ist, also die Geister frieren nicht. Und die Türen werden immer geschlossen. Der Letzte macht die Tür zu. Hold on just a little longer, Jean. I know this isn't real, but the pain sure is. I keep hearing a German man's whisper in the wind. After months of trying to decipher something, anything, I heard the word Bosch. Little elbow grease at the library turned up a German dictionary. Bosch means forest. I am coming for you. I'm coming. I'm coming for you, Jean. Ah, Schlüssel haben wir gefunden. Mit seiner Reibeisenstimme. Was ist das hier? Ah, das ist eine Gruft. Was haben wir hier drin? Ah, hier ist das Schloss, was ich öffnen muss. Ah, hier ist die Stange. Super. Hier ist noch eine Notiz. I haven't heard from you in 3 weeks. Where are you? This is unlike you. And the house has been quiet. Yours forever, Betty. Hier, das legen wir mal zurück. Müssen wir hier irgendwie zurückkommen. Irgendwie kriegt man hier so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Crop 1, May 31st. No luck. Always keep your rifle up when you fall. If you get any mud or dirt in it, you'll be spending more time cleaning it off than paying attention. If one of them krauts lobs anything at you, it ain't gonna be a cream puff. Every second counts, Jean.
Das ist ja eine gute Überleitung, haben wir es ja doch noch schnell gefunden. Ich habe nämlich gedacht, wir müssen da draußen wieder rumlaufen und finden den Garten irgendwie nicht. Oder finden aus dem Friedhof nicht raus, genau, das wollte ich sagen. Hier auf diesem komischen Friedhof eben gewesen. So, jetzt geht's nach oben. Gott, die Tür hätte uns fast zerschlagen. Was wir hier finden. Irgendein Geheim. This is it. The way to my man in Europe. Hab ich gar nicht gedacht, dass das hier so groß ist. Als wir da hochgekommen sind, sah das so klein aus. Hier ist die nächste Notiz. Dearest Jean, it seems my luck has finally turned round. 10 von 17 haben wir jetzt schon. And it turns out I won a trip to Europe. I'll be boarding the flagship Silver Star next week and will soon be crossing the ocean to come find you. Hang tight. I will be on my way in no time. Faithfully, Betty. I better find my way to that foghorn stat. Okay. Zeigt sie nach unten. Da unten müssen wir jetzt lang. Wir müssen jetzt hier wieder abhauen. Finden wir hier noch irgendwas? Boah, ich finde das hier extrem düster. Muss auch sagen, es wird immer dunkler irgendwie. So, mal gucken, ob wir hier zur Tür kommen. Hier wären wir beinahe gegen die Wand gerannt. Okay, dann geht's hier weiter. Nee. Ach doch. Tür aufmachen. So, hier waren wir doch vorhin auch schon mal drin. Betty. Oh. You were so strong. But the house knew your love for Jean was stronger. It exploited you. Ich hätte es vorhin schon gewundert, dass sie den Vorhang nicht aufmacht. I promise I will put an end to this. Und wir haben sich ja alle umgebracht. Also er hat sich in der Wanne umgebracht. Die Mutter hat sich erhängt. Nee, seine Frau hat sich erhängt. Das ist schon merkwürdig. Kann man hier noch irgendwas machen? Ah, das Ticket. Alles klar. To my man in Europe. I can't wait to see the look on his face when he sees me. I'm coming for you, Jean. Just hang in a bit. Silver Starline. Here again. Jetzt sind wir wieder am Baum. Does this mean I solved it? Was finden wir diesmal?
The sailors in town bought her herb sachets. I laughed at the notion of a man wanting to smell sweet, but then I was told they were for protection. An Reisesack soll das sein, ja? It was one of her sachets that kept his ship afloat in a wretched squall. He clutched it to his chest like a cross. That woman again. Oh, wir sollten uns verstecken. Okay, vorhin hat sie ja gesagt, ist alles wieder rein, wir können es verlassen. Achso, das war nur, wir können uns hier verstecken. Wir mussten gar nicht, oder? Gibt's hier eigentlich noch was zu entdecken? Nö. Können uns jetzt hier mal verstecken. Kapitel 3. Der Apfel. Again. Damn it. I didn't enter any phone booths or police boxes. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir haben Teil 2 erfolgreich abgeschlossen. Dann bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.